Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 16. Wir sind mitten im Kampf von Ultima und mussten leider in der letzten Folge abrupt abschalten. Okay, um was geht's hier eigentlich gerade? Jetzt mach auch mal einen Punkt. Ich visiere ihn einfach manchmal an. Aber das kann nicht der Endpunkt nicht sein. Das kann nicht sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt Torgal! Aber jetzt kriegst du einen. Ach, schade, es hat nicht gereicht. Oh. Sie gehören dir. Togger, pass. Oh, oh. Jetzt mache ich mal das hier. Ja, sorry, es ging echt nicht anders in der letzten Folge. Ich konnte leider. Es ging nicht. Es tut mir leid, dass das so. Endlich. Unzählige Generationen warteten wir auf diesen Moment. Wenn dich deine Mühen stärkten, lastet die Sünde schwer auf deiner Seele. Aber Gnade ist dein. Tu Buße und alles wird vergeben sein. Sag mir, Clive, wie viele Leben hast du gerettet, seit du meinen Namen trägst? Und wie viele zerstört? Wohin wir auch gehen, hinterlassen wir ein Tränenmeer. Dies ist der Preis deines Willens, Sohn. Was nutzt uns denn die Freiheit, wenn unsere Entscheidungen alle nur ein Ende finden, den Tod. Es ist zwecklos, Clive. Also gib endlich auf. Warum lassen wir nicht all das hinter uns? Einfach alles beenden. Bitte? Warum rettet mich keiner? Warum liebt mich denn niemand? Dieser Schmerz! Ich verzehre mich nach ihr!
Was soll ich noch für sie opfern? Aus Wille wächst Verlangen. Es wird stärker und verzehrt euch. Zerstört eure Vollkommenheit. Hört ihr denn nicht, wie die Welt stöhnt und seufzt unter der Last eurer hungernden Herzen? Aber du könntest all dem ein Ende setzen. Ende setzen. Das ist alles nur Illusion. Wach auf. Lass uns nach Hause gehen, Clive. Clive. Ja, Clive. Mein Bruder. Bruder. Dich erinnern. Clive. Nochmal, bis du es weißt. Mein Name ist Clive. Clive Rossfield. Da! Ultima. Selbst hier wird das Licht des Leibes Willen nicht erstickt. Und der Phönix? Wie ist es ihm gelungen, hier einzudringen? Unmöglich. Es sei denn... Es sei denn, dass er bereits Bestandteil von Mythos war. Ein Mal des Phönix, eingebrannt in sein Herz, hat durch die Kraft des Willens Gestalt angenommen. Der Wille vermag zu schöpfen. Ist das möglich? Ist ihr Wille wirklich so mächtig? Wie lange willst du noch reden? Ich will speichern. Logos sein?
ist das schon wieder. Oh, wie hübsch. Asche zu Asche. Verdammt, Greif! Wach auf! Das tat weh. Ich weck dich nur ungern. Aber wir müssen hier schnell raus. Am besten jetzt. Wovon redest du überhaupt? In der Wiege des Ursprungs erwachen unsere wahren Kräfte. Und dort wirst du Vollendung erfahren. Bald, Mythos. Bald wirst du zum ersten Mal erkennen, was wahres Leid bedeutet. Chasia, Heiliges Kaiserreich Sanbrek. Nun singen die Kristalle niemals mehr, doch aus der Stille erklingt ein neues Lied. Sein Choral bebend, ein Crescendo bis zum letzten finalen Moment. Was verborgen lange dämmerte, erwachet nun. Die Welt zurück an der Quelle. Bleiben die zwei verdammt! Der Kristall ist doch schon weg! Oh, meine Fresse! Ist das Äther? Was in Gvigos Namen geht hier vor? Nichts Gutes. Wir sind zurück. Clive! Joshua! Jill! Ist jemand verletzt? Wir nicht. Was ist passiert? Erst müssen wir hier weg. Mit! Ablegen! Los! Beeilung! Zurück aufs Schiff!
Ich folge euch sogleich. Danke. Ach, bitte nicht. Das, ich muss ganz ehrlich sagen, zwischendurch war das Spiel so, hatte ich schon so ein bisschen Hänger, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde es jetzt voll interessant. Also jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich es mega krass finde. Also wirklich, also ich will wissen, was das ist. Ich will wissen, wovon der Mythos redet. Und also, ich finde, der Ultimate, der ist so eine interessante Figur. Also. Logos. Logos? Logos. Was hat er gesagt? Zurück an der Quelle. Ich habe eine ganze Menge mit allen zu besprechen. Als erstes rede ich mit Otto. Die Zeiten sind hart. Deck dich ein. Ja, wir gucken erstmal, was du überhaupt da hast. War's das schon? Und was darf sein? Nichts scheinbar. Himmelstuch, Sonnenarmreif. Nichts, was ich irgendwie bräuchte. Und? Warte mal, Verteidiger. Das verschafft mir die Ehre. Und was darf sein? Verteidiger? Ich habe echt nicht genug Wirrit. Ich fasse es nicht. Und? Wirrit. Kann ich es bei der Karon kaufen? Seh mal an, du lebst ja noch. Was suchst du denn? Wirrit. Ach hier, Wirrit. Ich hoffe, du hast es passend. Nicht zu verkaufen, vorbei. Okay. Oder auch nicht. Mir ist es gleich. Und was darf sein? Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Kannst mir später danken. Jetzt bin ich verwirrt. Hä? Ach, wir haben schon hier Verteidiger plus 2. Okay. Okay, wie stark ist jetzt unser Torgal? Immer noch so. Erst das mit. Zeig mir mal die Karte. Im Himmel, jetzt dieser Kristall. Was kommt als nächstes? Die Wiederkehr der großen Gwigor? Das werde ich nicht vergessen, Milord. Ich gehe nach Eastpool. Doch sobald die Arbeit dort getan ist, werde ich zurückkehren. Hm.
Ein neues Leben, Kev. Es hat zwar eine Weile gedauert und wir sind auch dem einen oder anderen Ork begegnet, aber ich habe Edna ohne größere Probleme zur Schattenküste gebracht, womit uns mit der Enterprise aufgelesen hat. Auf der Rückreise ist die Arme dann zum Glück ein bisschen aufgetaut und hat uns von sich und ihrem Leben erzählt und auch von der Zukunft, die sie sich für ihr Kind wünscht. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass ihr Wunsch auch wahr wird. Geth. Da. Wusstest du eigentlich, dass ich es war, der seine Hoheit überredet hat, euch in Stonhyr zu helfen? Na schön, vielleicht hatte er sich das auch schon selbst vorgenommen. Aber ich habe ihm gesagt, wo er euch finden kann. Ach, da hinten sieht man's. Ursprung hat er ihn genannt. Aber der Ursprung wovon? Was ist das? Unser aller Ende ist das. Irgendwas ist mit dem Kristall. Ich habe das Gefühl, dass er mich ruft. Okay. Sieh an, schon wieder hier? Was möchtest du denn wissen? Ich habe alle Einzelheiten hier. Studiere sie gut, Clive. Ja, also Quests bekommen wir bestimmt erst, wenn wir mit Otto geredet haben. Deswegen überlebe ich gerade, ob wir mal doch mal schnell mit Otto reden. Komm, wir reden mal. Sprich in der Messe mit Otto. Ist das die Messe hier? Ich sehe, lebst du noch? Natürlich. Dieses unheimliche Ding am Himmel geht auf dein Konto, vermute ich. Was hast du angestellt? Ist eine lange Geschichte, die ich gern nur einmal erzählen würde. Ist gut. Ich rufe alle zusammen. Sind dann wohl alle. Wie ihr euch denken könnt, hat Ultima diesen Kristall am östlichen Horizont heraufbeschworen. Er nennt ihn Ursprung. Welche Bedeutung dieser Name trägt, ist noch unklar. Es macht keinen Unterschied, wie er heißt. Er hat die Chasia den Untergang gebracht. Nun ist meine Heimat endgültig Geschichte. Die Türme des Kristalldominiums wurden bereits in den ältesten Überlieferungen erwähnt. Doch meines Wissens gab es bisher keinerlei Hinweise auf ihre wahre Beschaffenheit, dass es die Hörner eines schlafenden Dämons sein sollten. Nein. Wenigstens kam ihr Ende schnell. Andernorts kämpft das dalmekische Heer verzweifelt gegen das Chaos an, das Randela verschluckt. Kanva steht in Flammen und Sanbrek. Unsere Verbündeten warten auf Antworten. Ich habe die Fluchbrecher geschickt, damit sie ihnen Schutz geben, aber der bedeutet im Moment einen feuchten Schiss. Wie sollen sie denn aufhalten, was der Himmel losgebrochen hat? In ganz Valestea geht es den Menschen von Tag zu Tag immer schlechter. Ist es möglich, dass dieser Mutterkristall wie die anderen ist? Dass er den Boden auch Äther entzieht? Es sah zumindest danach aus, in Stonhyr. Das würde erklären, warum sich die Fäule auf einmal so viel schneller ausbreitet als zuvor, oder nicht? Der Äther steigt langsam an die Oberfläche und sammelt sich, bricht aus und verwandelt alle, die ihm nicht standhalten können. Die Arke oben
Äther fluten von unten und in der Mitte hilflos ausgeliefert. Die letzten Überlebenden. Du hast recht. Als wir in Stonhöhe waren, sagte Ultima, dass seine wahren Kräfte in diesem Kristall erwachen würden. Eins ist klar. Er darf nicht noch stärker werden. Um ihn aufzuhalten, müssen wir ins Innere des Kristalls. Und wie sollen wir das anstellen? Das Ding schwebt am Himmel. Und nicht mal die Enterprise kann einfach so abheben. So kommen wir nicht weiter. Wir sollten uns alle etwas Ruhe gönnen und nachdenken. Wir finden schon noch eine Lösung. Keine Sorge. Habe ich recht, Clive? Ja. Hast du. Also verzieht euch. Wird's bald. Das gilt auch für dich, Clive. Hier zu grübeln bringt dich nicht weiter. Glaub mir. Geh frische Luft schnappen. Ja, danke. Wir sind die ganze Zeit unter frischer Luft. Ich rede mal mit Joshua. Willst du das neue singen? Schön. Ein bisschen fertig, oder? Ja. Du hast doch keine Ahnung, wovon du redest. Der Duft ist es, der dem kühnen Eintopf seine Tiefe gibt. Und die wiederum macht ihn besser als deine alte Echsenleber. Oh, bitte! Hast du den Leberschmarrn überhaupt probiert? Geschmack, Aroma, der Biss. Er übertrifft deinen geliebten Eintopf in allen Punkten. Er ist ein Meisterwerk. Mein lieber Clive, ich würde mit dir sogar bis ans Ende der Welt fliegen, wenn ich es nur könnte. Aber ich fürchte, meine Höhenangst verbietet es mir. Wir müssen nun alle Entscheidungen treffen. Und zwar schwerer. Wir müssen erstmal Torrance retten. Dir gönnen sie auch keine Ruhe, was, Clive? Solange unsere Chocobos nicht auf wundersame Weise über Nacht fliegen gelernt haben, kann ich diesmal nichts für dich ausspähen. Glaub mir, ich wünschte, ich könnte dich begleiten. Diese Animation, wo es in den Himmel gegangen ist, hat mich irgendwie an Shadow Hearts erinnert. Willkommen zurück, Sid. Dabei hast du uns schon die Freiheit geschenkt. Gute Neuigkeiten. Sid hat die Bierfässer befreit. Auf sein Wohl. So viele Leute sitzen da gar nicht. Du gehst doch nicht etwa schon, oder? So, habt ihr jetzt alle vollgesüffelt? So, wir gehen mal ganz schnell hier nachgucken. Hallo? Hallo, hallo?
das ist es. Da müssen wir hin. Was ein Riesending, ey. So interessant. Warte mal. War hier unten nicht sonst was? Hier? Hier war doch das andere da. Jetzt ist das weg. Ja, das war hier. Die Fäule hat's verschluckt. Hier ist die Fäule. Dämmerwald. Hier ist die Fäule auch schon. Okay, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.